Schauen wir auf die effizientesten Wurfsaisons der letzten 5 Jahre, kommen ein paar bekannte und wenig überraschende Namen vor. Da haben wir Curry, Korver und Green, auch Ingles hat einen Ruf als Scharfschütze. Geht der Blick allerdings nach oben auf den ersten Platz, dann wird es schon etwas überraschend. Duncan Robinson, 25, von den Miami Heat, führt das Feld meilenweit an. Der junge Mann trifft in dieser Saison 45% seiner Dreier, 46% seiner Catch-and-Shoot-Dreier und absurde 55%, wenn er über Screens kommt. Robinson hat sich zu einem der besten Distanzschützen der NBA entwickelt. Wir schauen heute mal, warum er so gut ist und wie die gesamte Heat-Offense dabei hilft. An der Wurfform an sich lässt sich nicht viel Negatives finden. Einziger Kritikpunkt, die Ellenbogen gehen etwas weit zur Seite weg, aber das ist, wie man an den guten Quoten unschwer erkennen kann, kein wirkliches Problem. Er dippt den Ball, geht gerade und balanciert hoch, hat einen hohen Set und Release Point, die rechte Hand geht gerade unter den Ball. Release Timing ist perfekt, Follow-through auch, die linke Hand geht im richtigen Moment weg. Seine Füße stehen gut platziert, er drückt die Knie durch und es ist immer ein und dieselbe Bewegung. Und achtet mal darauf, wie hoch er springt und dann abdrückt. So kann er bequem und ohne Probleme über Defender drüber werfen. Nun zu seinem Off-Ball-Movement und wie Miami Würfe für ihn kreiert. Ein ganz wichtiger Faktor ist das Zusammenspiel mit Bam Adebayo. Die Dribble-Handoff-Action zwischen den beiden sind eine gefährliche Kombination, mit der man immer wieder zu freien Würfen kommt. Das geht los mit einfachen Pin-Down-Actions, bei denen Robinson aus der Ecke kommt, über ein Downscreen geht, sich den Ball abholt und dann noch über ein Screen von Bam kommt. Hier geht er sogar unter dem Downscreen durch, da Sexton das schon antizipiert. Miami bringt gerne Abwechslung rein, hier stellt der Shooter den Screen, Jones Jr. curlt rum, um dann zu screenen, wieder ein guter Look. Sie laufen diese Handoffs nach Backscreens von Duncan oder angetäuschten Downscreens, mit dem man den Gegner hier in New Orleans vollkommen überrascht. Und man hat dieses schöne Setplay aus der Horns-Formation, mit dem man in dieser Saison Punkte am Fließband produziert. Es handelt sich um eine Art Screen-the-Screener-Action, bei der Robinson ein Backscreen für den cuttenden Mitspieler stellt, dann aber rausgeht und per Hand auf den Ball bekommt. Vor allem Bams Fähigkeiten als Playmaker, Decision-Maker und Screener haben einen enormen Anteil auf Robinsons Volumen und Quote. Miami läuft eine Vielzahl von Plays, in denen Kollegen Flare-Screens oder ähnliches für Robinson stellen. Hier rotiert er aus seiner Elbow-Position im Hornset raus auf den rechten Flügel, Bam stellt den Flare-Screen. Oder er rotiert vom rechten Flügel hoch zur Mitte des Perimeters, während sein Defender durch ein Flare-Screen aufgehalten wird. Das ist deshalb so gefährlich, da man nicht weiß, ob er einen Ballscreen stellt oder es zu einem Handoff kommt. Auch immer wieder lässt sich beobachten, wie Mitspieler einen Screen away stellen, über den der 25-Jährige dann drüber geht und aus der Bewegung werfen kann. Wieder muss Bam gelobt werden, der immer wieder knallharte Blocks stellt. Hier schön gegen Indiana, zuerst das Pick and Roll, Bam rollt aber nicht ab, sondern stellt ein Screen away. Robinson liebt es, Baseline zu rotieren, um dann zu werfen, kreiert sich so durch weite Wege immer wieder offene Looks aus den Ecken oder Flügeln. Hier kommt er aus der Weak Side, Olynyk stellt ein Cross Screen und Bam ein Down Screen, gut verteidigt aber. Und hier ähnlich, nur diesmal läuft davor kein Handoff, sondern ein Pick and Roll, bevor der Ball zum Werfer gelangt. Und schaut mal, wie er sich hier durchkämpft. Robinson und Jones Jr. harmonieren hervorragend miteinander, wie man öfter gut sehen kann.
In dieser Szene konzentriert sich alles auf die Strong Side und schaut mal auf Jones Jr., wie er zuerst Robinson in die Ecke holt und dann kommuniziert, dass die Mitspieler dorthin spielen sollen, während er den Screen stellt. Wer etwas über die Arten von Screens lernen will, für den ist das Playbook der Miami Heat perfekt, weil in diesem so gut wie jeder Screen vorkommt. Da haben wir einfache Dinge wie den normalen Pin-Down-Screen, oder wie hier den Stagger-Screen. Man sieht ab und zu mal den Elevator-Screen. Oder ein Hammer-Screen. Oder wie hier ein Corner-Pin. Und sogar das Bane Pick and Roll kommt vor. Alles Plays, die man für jemanden wie Duncan Robinson laufen kann, und Eric Spoelstra's Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Wirft man einen Blick auf die Wurfverteilung, sieht man, dass er außerhalb der Ecken relativ konstant von überall wirft, etwas häufiger von links. Kommt der 25-Jährige raus hinter die Dreierlinie gesprintet, wird es extrem gefährlich. Hier startet er aus der linken Ecke raus, während on top ein Spielzug läuft. Adebayo stellt dann ein Downscreen. Hier geht er nicht über den ersten Screen des Staggers, sondern drunter durch. In diesem Angriff laufen die Heat wieder eine Screen-the-Screener-Action, bei der Robinson erst selber screent, dann rausrotiert, um den Kollegen rumcurlt und dann per Handoff den Ball bekommt. Und so etwas habe ich auch selten gesehen. Sieht aus, als wolle man ein Hornset einleiten, bei dem Robinson sich am Elbow postiert, er geht aber hinter die Dreierlinie und wirft. Und hier schaut mal, wie schnell und überraschend er lossprintet und so seinen Defender verliert. Diese Action dürfte ja mittlerweile bekannt vorkommen, diesmal ist Olynyk der Playmaker. Und hier haben wir auch einen echten Leckerbissen. Ich musste mir das Ding selber auf Twitter erklären lassen. Es handelt sich um das Horn Strong Set der Heat, bei dem die Spieler nach der Einleitung improvisieren können. Hier cutten sowohl Tyler Hero als auch Duncan Robinson zur Mitte, reagieren aber beide richtig gut und klug und dann ist das natürlich auch schlecht verteidigt. Hier hat man ein Fake Handoff mit Robinson, der ein Downscreen stellt, dann aber rauspoppt und von Olynyk abgeschirmt wird. Diese Miami-Spielzüge sind einfach zum Verlieben. Und das wird dann auch das letzte für heute. Ein angetäuschter Screen von der Seite, ich nehme mal an, der Defender hat hier den Pass zu Nunn erwartet. Und auch Duncan Robinson wirft mal etwas weiter am Ziel vorbei. Der 25-Jährige hat einen wunderschönen Sidestep und sein Decision-Making, ob er werfen oder faken soll, gefällt mir immer mehr. Dieser Move ist gar nicht so einfach und hier muss man dann auch die Footwork loben. Robinson bewegt sich auch eigenständig sehr gut, läuft toll in freie Räume und versucht wirklich immer als Anspielstation frei zu sein, so wie hier für Butler, der ins Nichts gedribbelt ist. Zum Abschluss noch ein paar Statistiken und die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1,37 Punkte pro Wurfversuch, 100er Percentile. 67,2% Effective Field Goal, 100er Percentile. 88% seiner Würfe sind Dreier, 99er Percentile. 1,35 Points per Possession bei Handoffs, 97er Percentile. 1,36 Points per Possession im Catch and Shoot, 95er Percentile. Es geht aber noch weiter, 1,22 Points per Possession bei Spot-Ups, 90er Percentile. Und zu guter Letzt 1,09 Points per Possession auf Screens, 76er Percentile. Diese Zahlen sprechen für sich, Duncan Robinson spielt eine unfassbare Shooting-Saison. Das hat er natürlich zuallererst sich selber zu verdanken, aber auch der gut geölten und teilweise brillanten Miami-Offense. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut!